Ja, wir sind kurz vor Chalon. Hier ist Bootsreparaturen, Bootsverkauf. Kann man die Brille aufsetzen. Hier vom Chalon. Hier ist die Telefonnummer. Bootsreparaturen haben sie. Ja, und reichlich Boote da. Kleine Angelboote. Da wie ein Teil mit mir, ne? Tabian mi hier. Tabian mi hab, dann nie. Mi import. Mi Rotulam. Ah, okay. Mi na leopo mi lua dua. Bi tini mungkin tini di Belaina Capri mi Song Loilan. Ah, hab. Di Pattaya. Ah, Pattaya. An 20 ปี leo mi lua 3 เครื่อง Song Loilan. Ko Thai yu nan nang wat mung Thai ni? 33 ปี. Oh, ไม่ต้องพูดอังกฤษแล้ว. No, you speak English. Also, das ist also ein kleines Boot. Also Fiberglas. Kann man gut mit Angeln gehen. Ist importiert. Also, wer so Interesse hat, die haben noch keine Nummer. Man braucht, jedes Boot braucht auch eine Registrierungsnummer. Und die machen sie also. Das sind meist importierte Boote. Keine, die hier gemacht sind. Ja, schönes kleines Boot, 60 PS. Ja, für zwei, drei Mann zum Angeln reicht. Alles drin, Lenker drin. Sonar hat er auch drin. Vorstop. Also man braucht kein Öl mixen, ist also neuerer Motor schon mit 60 PS, reicht vollkommen. Hier ist natürlich eins mit Kajüte, 60 PS, aber Kajüte ist also nicht so angebracht. Fiberglasboot, ja, wer es will. Das Problem ist, wer ein Kajütboot hat und auf dem Wasser bleibt und ein bisschen Wellen, ist nicht so angenehm. Ja, und hier kommen wir jetzt in eine größere Abteilung. Das sind natürlich schöne große Boote. Die haben meist auch schon Innenborder. Die Innenborder sind V8 Mercosa oder Mercury, normale V8 Motoren. Die sind also schöne Boote. Das ist also auch ein schönes Boot, ein Importboot, so wie ich sehe. Nicht in Thailand gemacht. Es wurde importiert. Hat noch keine Nummer. Und ja gut, die Sachen, die hier dran kommen, Wasserablauf und solche Sachen, die kommen nachher noch dran. Der hat auch einen Inboarder, wahrscheinlich auch ein 8-Zylinder. Ein 8-Zylinder Motor, den bauen sie gerade neu auf mit Kajüte. So. Was ist bei den Booten, wenn sie länger stehen, das soll man vermeiden? Algen, ne? Und Muscheln, dass sie sich dran setzen. Da muss man drauf. Der hat also noch eine Aluminiumschraube. Die geht also schnell kaputt. Man kann sie, wenn sie kaputt ist, auch löten lassen. Ist ja nicht so gut. Heutzutage verwendet man Edelstahlschrauben. Edelstahlschrauben kosten so um die 20.000 Watt das Stück. Ja. Jetzt haben wir hier noch ein Boot, das ist auch, denke mal, auch ein Yamaha-Motor, älteres Modell. Ja. Mal muss auch noch ein bisschen aufgebaut werden. Hier ist ein schönes wieder Import-Glasfiberboot. Mit Inboarder. Haben also den Z-Abtrieb ist Mercury, den Z-Antrieb abgebaut, vielleicht zum Überholen. Hat eine kleine Kabine drin. Also 1, 4, 6 Sitzplätze. Das ist also ein schönes Boot, wenn man auch mal rausfahren will. Man kann was erstaunen, nicht wie das andere nur Kajütboot. So. Alles Importboote. War für 7 Personen zugelassen, hat auch noch keine Teillizenz. Ist aber kein Problem. Wer sowas möchte, das machen die schon. Hier ist das gleiche Boot nochmal.
noch ein bisschen weiter weg. Auch der Z-Antrieb abgebaut, aus dem Grund, er gammelt, wenn er hier steht. So. Er hat hier noch Stabilisatoren dran. Die Stabilisatoren sind gut bei Wellengang. Die kann man also hoch und runter fahren, je nachdem, wie die Wellen sind. So, innen drin auch 6 Sitzplätze. Schönes Armaturenbrett. Ja? So, ist aus den USA importiert. Hier ist die Zulassung von der USA. So. So, und hier haben wir also einen älteren Yamaha-Motor, der hat also eine Edelstahlschraube. Ich muss sagen, die Schrauben, die passen, Edelstahlschrauben passen fast bei allen. Von 150 bis 200 PS passen die Edelstahlschrauben drauf. Dann gibt es aber die normale Schraube und dann gibt es Rennschrauben. Ja, die haben hier so ein bisschen die Leitung eingefasst, dass die also von der Sonne nicht so kaputt gehen. Ja, Boot sieht zwar gut aus. Bisschen zum Angeln, ich sag mal, für 4 Personen. So, jetzt werde ich mal zu ihm gehen und mal fragen, was sie kosten. Ach, hier sind noch ein paar kleinere Boote. Schlauchboote mit Kunststoffuntersatz. Von Deutschland. Hier auch noch eins. Und hier ist noch ein kleineres. Das ist fast die gleiche Art, wie ich vorher hatte. Bloß meins war ein bisschen größer. Mit vorne Sitzplätze. Hinten Mercury, was hat der? Ja, ich glaube nur 80, 90 PS. So, meiner hatte hinten eine Rundecke, Fahrersitz, eine Rundecke. Der war also 2,5 Meter länger. Und hatte eine Rundecke hinten zum Sitzen und an der Seite, da waren überall die Tanks im Boden eingebaut. Das ist also hier ein Capri-Modell. Das Core Capri heißt, weil er vorne offen ist, gibt es auch zu. So, und die anderen beiden, ja, 40 PS. Für das Schlauchboot ist das okay. Ja, werde ich mal fragen gehen, was sie kosten. Tini, Kürgen, Mercosa, Inboard, ne? Inboard, Outboard. Bettzug, ne? Mal nach den Preisen fragen.